Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist schon wieder Freitag. Die Woche ist fast rum. Es ist der 18. Oktober 2024. Ein vergnügter, gut aufgelegter Andreas sitzt auf seinem Platz, harrend der Dinge, die da heute alle kommen mögen. Guten Morgen. Guten Morgen. Die Wochen fliegen wirklich dahin. Man kann es kaum fassen, dass es schon wieder Freitag ist. Ich habe das Gefühl, ich hätte gerade erst gestern gesagt. Und jetzt haben wir wieder ein schönes Wochenende vor uns. Aber so ist es. Die Zeit rast dahin, liegt ja auch daran, dass man dann immer ganz viel beschäftigt ist. Ja, kurz zum Wetter, man kann es wirklich nur kurz beschreiben. Stahlblauer Himmel, Sonne satt, bunte Farben in den Blättern und ein tiefblauer See. Schöner kann es nicht sein. Heute ist ein wunderbarer Spätherbsttag im Indian Summer. Freunde von uns sind unterwegs, auf der Cabot Trail beispielsweise, und sehen sich dort das bunte Blätterwerk an. Das ist wirklich so etwas Großartiges, dass ich schon Tränen in den Augen hatte, das erste Mal, als ich das gesehen hatte, weil so viel Schönheit kann man ganz selten nur sehen, was uns die Natur da geschaffen hat. Fantastisch. Ja, also jetzt fange ich an zu schwärmen, aber es ist einfach wunderbar und mit dem Wetter können wir sehr zufrieden sein. Wunderbar ohne R, ne? Wunderbar ohne R. Wir machen immer wieder ein bisschen Sprechtraining zwischendurch, ja. Und das ist wunderbar. Ja, ihr Lieben, es gibt große Dinge, die die Welt bewegen und das direkt mitten in Deutschland. Der amerikanische Präsident Joe Biden, der ja eigentlich gar nicht mehr im Amt ist, weil er wegen Demenz und Senilität etwas zurückgepfiffen wurde. Jetzt versucht ja Vize Kamala Harris ihr Glück in der Politik. Auf jeden Fall ist Joe Biden in Deutschland und er hat heute verliehen bekommen das große Bundesverdienstkreuz beziehungsweise eine Sonderstufe des Großkreuzes des Verdienstordens. Und das war eine Riesenveranstaltung mit dem deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. Natürlich hat der Kanzler nicht gefehlt, Olaf Scholz. Und Scholzens Eröffnungsrede, er hat gesagt, ja, also wir stehen an der Seite der Ukraine. Natürlich, es ging eigentlich darum, dass Deutschland jetzt bekennen musste oder wollte oder sollte, dass man sich für die Souveränität und Integrität der Ukraine einsetzt. Und als Scholz das gesagt hat, da hat er einen kurzen, man könnte fast sagen beifallheischenden Blick nach rechts zu Joe Biden geworfen, der daneben ihm gestanden hat. Und dann hat Herr Scholz richtig aufgedreht. Er hat gesagt, Putin hat sich verrechnet. Er kann diesen Krieg nicht aussitzen. Und hat dann ganz großzügig angekündigt, wir unterstützen die Ukraine bis Ende diesen Jahres mit einem weiteren Kreditpaket von 50 Milliarden Dollar. Ja, aber da brauchen wir uns keine Sorgen machen, dass die 50 Milliarden jetzt den USA verloren geht. Denn diese 50 Milliarden gehen an die amerikanische Rüstungsindustrie in Form von Aufträgen sofort wieder zurück. Und wer haftet für diese Schulden? Ich vermute mal der Westen im Rahmen auch der anderen europäischen Nachbarstaaten. Das ist denn der Hintergrund in dem ganzen Spiel. Ja, ich habe mir das vorhin angesehen. Es war ja eine Lobeshymne. Ich musste einfach nur lachen. Es tut mir leid, wenn ich unseren Bundeskanzler dort sehe, wie er sich dort gegenüber diesem großen Herrn Biden anbiedert. Das kam mir wirklich so vor, wobei ja Joe Biden auch nicht gerade der Mensch ist, der jetzt eine gewaltige Ausstrahlung hat. Aber das ist nur meine Meinung jetzt dazu. Er ist ja nun auch nicht mehr ganz gesund und sehr alt. Also wir haben hier irgendwie eine komische, verkehrte Welt. Ich meine, wir wissen, dass Europa von Nord Stream 1 und 2 befreit wurde. Und es verdichten sich unglaublich viele Beweisketten und Indizien dahingehend hin, dass die angelsächsische Achse stark damit involviert war, vielleicht sogar verantwortlich war. Und dafür bekommt man offenbar ein Bundesverdienstkreuz, wenn man also zumindest in dem Verdacht steht, an Terroranschlägen beteiligt gewesen zu sein. Aber das findet ja statt von einem Bundeskanzler, der ja auch in Verdacht steht, beteiligt gewesen zu sein an einem der größten kriminellen Steuerverbrechen in Verbindung mit einer Bank. Also man hat so wirklich das Gefühl, da dreht sich eine ganz bestimmte Gruppierung von Komplizen untereinander und ehrt sich.
Dass du dich überhaupt noch an diese Cum-Ex-Affäre erinnerst, Andreas, da ist doch schon so lange nicht mehr berichtet worden. Ja, das stimmt, aber das bleibt eben halt immer noch da. Was für mich wichtig ist, ist die Symbolik, wenn Herr Scholz mit Herrn Biden spricht, und ich bin froh, dass er sich nicht hingekniet hat und den Siegelring von Herrn Biden noch geküsst hat. Aber so haben wir dann eben halt auch trotzdem eine wirklich interessante historische Dokumentation dieser Zeit, die sich ja gerade in Richtung auch einer Neuordnung entwickelt. Andreas, wie würdest du denn die Worte aus der Rede Joe Bidens interpretieren? Der hat dann unter anderem gegen Ende seiner Rede gesagt: Wir stehen vor einem sehr harten Winter, aber wir müssen weitermachen. So lange weitermachen, bis die Ukraine gewinnt. Und dann sagt er: Ja, eine große Flutwelle der Hoffnung. Er hat da einen Dichter zitiert. Ich habe es jetzt nicht so genau realisieren können, wen er da meinte. Also Joe Biden erwartet eine große Flutwelle der Hoffnung, die sich dann ganz pathetisch ausgedrückt mit der Geschichte vereint. Eine große Flutwelle der Hoffnung, die sich mit der Geschichte vereint. Verstehst du das? Nein, das verstehe ich nicht, aber ich verstehe Herrn Scholz sowieso nicht. Nee, Biden hat das Weil, ach, gesagt. das hat Herr Biden, dann verstehe ich es noch weniger, weil Herrn Biden verstehe ich auch nicht. Das tut mir leid, aber das liegt wahrscheinlich an anderen Gründen. Da fehlt mir dann das Intellekt, diese tiefgreifenden, hochschwingenden Zitate, die dann da rezitiert werden, dann überhaupt zu verstehen. Ich finde nur ganz interessant, dass es ja dazu hieß, gemeinsam setzen wir uns für die Souveränität und Integrität der Ukraine ein. Übrigens ist das nichts anderes als das, was Russland fordert, dass die sagen, wir wollen einen neutralen Status der Ukraine. Das ist nur ein anderes Wort dafür. Das wäre doch eine Grundlage für Friedensverhandlungen. Aber daran hat man interessanterweise überhaupt nicht gedacht. Denn wenn wir zurückgehen in diese Geschichte, gerade 2019, 2021, als der Krieg ja schon lief, bloß eben halt noch regional begrenzt, ohne den Eingriff der Russen. Und man hat dann eben damals den Vertrag von Minsk, ein völkerrechtliches Abkommen, von der ukrainischen Seite mit Füßen getreten. Das ist auch von der OSZE bestätigt. Und das ist eine Westorganisation, die das Ganze bestätigt hat. Und wenn man dann hier solche Dinge sieht, dann wundert man sich. Und wenn es heißt, Putin hat sich verrechnet, er kann diesen Krieg nicht aussitzen, dann sind das für mich alles so komische, ich sag mal, Überschriften, die einfach so als ja, sinnlos mir erscheinen. Die kann ich überhaupt nicht irgendwie einbinden in diese ganze komplexe Struktur, soweit ich sie verstehe. Mir kommt das ein bisschen vor wie früher, wenn unsere Mutter mit uns geschimpft hat und uns gedroht hat oder drohen wollte, aber gar nicht wusste mit was und dann gesagt hat: Also ihr seid ganz, ganz schlimm und ich werde, das sage ich euch aber jetzt, das sage ich euch, was ich machen werde. Und irgendwie kam da nichts. Ja, richtig, so kam das eben halt. Und ganz zum Schluss hieß es dann eben halt, so Ende, es ist alles gesagt. Und jetzt war die Sache dann entschieden. Das heißt, man brauchte dann auch nicht erklären, sondern man hat einfach nur seine Phrasen abgespult und man hatte dann die Klappe zu halten. Und so kam es mir jetzt eben halt auch vor. Dieses historische Dokument, wo Herr Biden und Herr Scholz nebeneinander stehen, jetzt in Deutschland. Es war ja schon ein historisches Dokument in den USA vor wenigen Jahren, als Herr Biden angekündigt hat, die Nord Stream 1 und 2 mit allen Mitteln zu verhindern. Also er hat das ja angekündigt, diese ganze Geschichte. Also das sind historische Dokumente. Und jetzt noch, wenn Herr Steinmeier dem Herrn Biden dann noch das Verdienstkreuz dann ans Revers heftet, also da fällt einfach überhaupt nichts mehr zu ein. Das ist gar nicht mehr zu kommentieren. Andreas, höher geht's nicht. Es war nicht irgendein Bundesverdienstkreuz. Es war eine Sonderstufe des Großkreuzes des Verdienstordens. Höher geht's nicht. Ja, also ich gratuliere Herrn Biden von ganzem Herzen dafür, dass er jetzt ganz groß ausgezeichnet wurde. So eine Vasallenauszeichnung kommt mir das so vor. Das heißt also, der Besatzer geht in sein Gebiet beispielsweise und bekommt dann von den Untergebenen dann das Kreuz, was vorher angefordert wurde. Das ist jetzt ein Scherz und sarkastisch gemeint. Sinngemäß hat Biden ja auch sowas gesagt wie: Ich habe das nicht verdient, aber ich nehme es an. So habe ich, also sinngemäß. Womit er da ja recht hatte. Ja. Ich wollte ja auch mal was Nettes über ihn sagen. Auf jeden Fall hat er seine Schlussworte Joe Biden folgendermaßen gewählt:
Deutschland hat das großartig gemacht, was immer er damit auch meint. Und sein Schlusswort war, möge Gott unsere Truppen schützen. Ja, das könnte jetzt der eigentliche Pakt sein, der da jetzt irgendwo hintersteht. Ich mache mir nämlich Gedanken, dass Herr Biden seine Reise, die ja schon letzte Woche angekündigt war, abgesagt hatte, wegen des vermeintlich hochgezogenen, also auch vor allem medial hochgezogenen, gewaltigen Sturms in Florida, der dann doch mit einer normalen Sturmstärke, in Klammern normalen, von 3 ankam, der Hurrikan-Stärke 3. Also es war nicht so dramatisch. Er hat damit aber dann diese Deutschlandreise verschoben, genau auf die jetzige Zeit. Und das ist genau die Zeit, wo der französische Präsident und der englische Premierminister ebenfalls in Deutschland sind. Wir haben also 4 Besatzungsmächte gehabt nach dem Zweiten Weltkrieg. Russland lassen wir jetzt raus, weil das ist ja der neue Feind. Und wir haben jetzt England in der Staatsführung, Frankreich in der Staatsführung, USA und eben halt Deutschland als die zentrale Drehscheibe einer neuen Kriegsstrategie, die momentan gerade hier zu erkennen ist. Und ich frage mich, ob das auch damit zu tun haben könnte, dass man die 2 plus 4 Verträge ja hier in Rostock durch die NATO-Zentrale, man sagt ja, das ist eine deutsche Koordinationszentrale des Militärs, man sagt aber auch gleichzeitig, dass ausländische Soldaten dort entsprechend dort beteiligt sind und die dort auch vor Ort sind, dann redet man darüber und sagt, das sind ja nicht so viele, darum geht es überhaupt nicht. Es geht um einen ganz klar verbindlichen Vertrag 2 plus 4. Und ich frage mich, ob das der Grund ist, warum die Staatsführung der 3 Alliierten in Deutschland zurzeit genau auf demselben Zeitpunkt stattfindet und dieses Verdienstkreuz vielleicht auch eine Ablenkung ist von den eigentlichen Themen. Ja gut, man hat sich beeilt, klarzumachen, dass das in Rostock kein NATO-Stützpunkt sei, nachdem die Wogen ziemlich hochgeschlagen sind nach Veröffentlichung dieses neuen Stützpunktes. Andreas, ich weiß nicht, ob du das gestern gesehen hattest. Wir haben ein Video eingestellt gehabt aus der Ukraine, wo das Militär die jungen Menschen, die sich nicht zum Dienst, zum Wehrdienst gemeldet haben, aus einem Kino direkt rausgeholt haben und mitgenommen haben. Ja, ich habe das gesehen. Es ist natürlich erschreckend und ich kann jeden Ukrainer verstehen, der jetzt sagt, ich bin im Ausland, ich bin da rausgekommen, ich wäre kriegsfähig, aber ich habe keine Lust, mich in die Reihe anzustellen derjenigen, die der Reihe nach dann weggetötet werden. Das heißt, in der sterbenden Reihe. Das ist ja genau die Situation. Man weiß doch, was da gerade läuft. Und jeder, der muss doch auch sagen, das ist ja kein Krieg, der um Freiheit geht. Da geht es auch nicht irgendwie um westliche Werte, die man eben halt schützen will. Es geht um Rohstoffe. Es geht immer um Rohstoffe. Und die Geschichte ist voll mit Kriegen, genau aufgrund dieser Rohstoffgeschichte und um nichts anderes. Und wenn fremde Soldaten beispielsweise, die sich nicht kennen, gegeneinander zu Feinden erklärt werden und sich voller Hass dann töten, dann ist das ein unglaublich perfides Spiel, welches angeordnet wird von alten Männern und Frauen, die in irgendwelchen Führungsetagen eine Kriegshetze im Interesse von bestimmten Lobbyisten betreiben. Das ist genau das Ziel und das kann ich alles kaum noch ertragen. Ich habe mal eine Meldung gerade vorgezogen jetzt hier, weil sie denn doch passt. Telepolis meldet, dass in Deutschland die Zahl der Kriegsdienstverweigerungen im vergangenen Jahr deutlich gestiegen ist. Denn die Wehrpflicht ist ja nicht aufgehoben, die ist ja nur ausgesetzt. Und das scheint jetzt vielen jungen Männern bewusst zu werden. Und also die Zahlen kurz, 2022 hatten 1.123 Menschen, Personen steht hier, einen Antrag auf Kriegsdienstverweigerung gestellt. Letztes Jahr waren es bereits 1.609. Im laufenden Jahr, jetzt Oktober haben wir, hat das Ganze an Fahrt aufgenommen. Da liegen wir schon bei 2.053 Anträgen. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Gruppe Die Linke im Bundestag hervor. Und die größte Gruppe unter den Antragstellern sind demnach mit 835 Anträgen Ungediente, also zumeist junge Männer, die für den Fall einer Wiedereinsetzung der Wehrpflicht, läuft ja vieles darauf hinaus im Moment,
deutlich machen wollen, dass sie für mögliche Kriegseinsätze nicht zur Verfügung stehen. Naja, und das ist genau, und der Kriegsfähigkeitsminister, der Herr Pistorius, der wird das Ganze als Vaterlandsverrat sehen, während sein Kollege, der Vizekanzler, den Begriff Vaterland stets zum Kotzen fand. Und da sehen wir schon mal wieder so ein bisschen diese Situation des Paradoxen, was da letztendlich hintersteht. Und man hat sich ja selber hier eine Zwickmühle gebaut, also eine Sackgasse gebaut, aus der man gar nicht rauskommt. Man hat uns erzählt nach dem Motto, wir sind alles ein Volk, es spielt überhaupt keine Rolle mehr, die Grenzen gar nicht mehr, alles spielt keine Rolle mehr. Man spricht von 1,2 Milliarden Afrikaner, die in den nächsten 15 Jahren in Richtung Europa sich in Bewegung setzen. 1,2 Milliarden, hat die UN doch gesagt, bis zu 1,2 Milliarden. Das ist ein Mehrfaches, als die gesamte EU an Bevölkerung insgesamt ausweist. Und wie soll man denn jetzt noch einen jungen Menschen erklären, dass wir das Vaterland Deutschland verteidigen müssen? Das ist ja absurd, das Ganze. Man schneidet sich ja hier im Prinzip letztendlich ins eigene Fleisch. Also nochmal als Information, die allgemeine Wehrpflicht für junge Männer wurde 2011 ausgesetzt, damals unter Kanzlerin Merkel, da war der Herr von und zu Gutenberg als Verteidigungsminister am Ruder, aber die allgemeine Wehrpflicht wurde nicht abgeschafft. Die kann jederzeit wieder eingesetzt werden, wenn ein Spannungs- oder ein Verteidigungsfall festgestellt wird. Alles, was wir im Moment hören und erleben, läuft darauf hinaus. Wer Augen hat, der sehe. Und wer Ohren hat, der höre. Und Herr Merz hat sich ja zu dem Thema auch schon geäußert. Ganz kurz ist das erst her. Das hat er vor wenigen Tagen in der ARD-Talkshow von Karen Mioska im Ersten gesagt. Er hat gesagt, im Fall seiner Wahl würde er die Wehrpflicht bzw. den verpflichtenden Ersatzdienst auch auf junge Frauen ausdehnen. In Artikel 12a Grundgesetz ist bisher nur die Rede von Männern, die zum Dienst verpflichtet werden können. Und er sagt, für ihn sei es aber selbstverständlich, im Ernstfall auch Frauen mit einzubeziehen und gegebenenfalls auch das Grundgesetz dafür zu ändern. Ja, Herr Merz entwickelt sich hier zu einer ganz interessanten Person aus meiner Sicht. Ich hatte mich immer gefragt, warum man Herrn Kiesewetter, der ja wirklich als aggressiver Kriegstreiber der CDU sich einen Namen gemacht hat, warum man den nicht aus der Partei ausschließt, weil er ganz deutlich macht, wir müssen den Krieg nach Moskau tragen. Im Hintergrund steht immer Moskau bombardieren. Und ich habe mich gefragt, dass man einen solchen Kriegstreiber ja nicht in der Partei lassen kann, weil das extremistisch ist, ganz klar extremistisch, und zwar gesichert extremistisch. Und jetzt sehe ich aber, dass Herr Merz eine ähnliche Richtung einschlägt und damit outet sich so langsam die CDU tatsächlich als Gesamtkriegstreiber, weil ich denke da an diese Rede, die er gehalten hat jetzt, von der wir gerade sprechen. Er dort auch sprach von einem Ultimatum, was man jetzt Russland setzen will. Und zwar in Bezug auf die Ukraine-kriegerische Situation. Ohne die Details, ohne die Hintergründe wirklich nochmal zu beleuchten. Und sagt, und wenn Russland dann nicht darauf eingeht, er sich dafür einsetzen will, dass dann eben halt auch die deutschen Waffen dann in die Ukraine gehen. Das heißt, übertragen gesehen, dass die Taurus-Waffe aus Deutschland irgendwann in Moskau in der Stadt einschlagen kann. Das heißt, deutsche Langstreckenwaffen von der Ukraine in Moskau, und damit ist die aktive Kriegsteilnahme Deutschlands bestätigt. Ich höre immer wieder, entschuldige ganz kurz noch eines, man spricht dann darüber, Deutschland ist ja kein aktiver Kriegsteilnehmer. Und dann zitiert man den wissenschaftlichen Dienst des Deutschen Bundestages, die festgestellt haben, dass es das eben halt nicht ist und dass das ja eigentlich noch alles eine externe und eine Außenposition ist, die Deutschland einnimmt. Als ob der wissenschaftliche Dienst der Bundesrepublik Deutschland entscheidet, wie die Situation bewertet wird. Der Entscheider ist auf der russischen Seite. Moskau allein entscheidet, wer Kriegsgegner ist und wer nicht.
und nicht der Deutsche Bundestag. Diese Absurdität und diese Arroganz, diese Hybris, die man hier erkennt, auch diese Tatsachen, welche Risiken sich da entwickeln, das erinnert mich an die Schlafwandler vor dem Ersten Weltkrieg, wo man auch aufgrund einer langen kriegsfreien Phase irgendwann vergessen hatte, wie grausam das eigentlich ist und dann wieder so locker in den nächsten Krieg reinschlittert. Es ist absurd. Ja, falls ihr noch alte Familienmitglieder habt, die eventuell noch berichten können aus diesen Zeiten, befragt sie mal. Das sind interessante Stunden, die man da verlebt, und da werden einige Szenarien deutlicher, die uns bevorstehen könnten. Ganz kurz vielleicht nur zu meinem eigenen Leben. Ich hatte damals eine Großmutter, die 1898 geboren ist, und die hat den Ersten Weltkrieg noch durch mitbekommen und den Zweiten Weltkrieg. Als Kind war es für mich eine unglaublich interessante Sache, mich über diese Zeiten inklusive Weimarer Republik und so weiter unterhalten zu können. Meine Großmutter war nicht besonders gebildet, aber sie hat es aus der Sicht des ganz normalen Menschen gesehen, der dort lebte. Das sind hochinteressante Dinge, sich für jüngere Leute als Tipp, sich mit Älteren zu unterhalten. Natürlich aus dem Ersten, da gibt es keine mehr aus dem Ersten Weltkrieg. Wobei natürlich die jungen Leute, jedenfalls wenn sie in den linksgrün verorteten Medien arbeiten, alles viel besser wissen als die Älteren. Sieht man ja jetzt an zum Beispiel diesen Spiegel-Videos, junge Spiegeljournalisten, die sich mit dem Fall Thomas Gottschalk, einem alten, störrischen Mann, beschäftigen, der einfach an seiner Haltung festhalten und darauf beharren will, dass alles so weitergehen möge, obwohl sich doch alles so schnell verändert. Und diese jungen Leute fragen einfach nicht, wer das eigentlich verändert. Also wenn in gleichgerichteten Regimen eine solche faschistoide Struktur des gleichzeitigen kollektiven Denkens installiert wurde, haben wir immer genau diese Phänomene. Ich denke beispielsweise immer wieder, ich habe mich sehr mit der Geschichte beschäftigt, auch mit der dunkelsten. Und wenn ich mir ansehe, dass gerade diese dunklen Truppen, die losgelaufen sind und haben dann beispielsweise ältere Menschen festgenommen, Akademiker, Philosophen, wirklich hochschwingende Menschen, sehr erfolgreiche Menschen, Unternehmer mit großen Lebenserfahrungen. Und dann kamen eben halt Uniformierte, die dumm waren, abgerichtig waren und haben dann diese Menschen in den Tod geführt. Das sind Dinge, die im Extremfall immer passieren können. Davon sind wir ja noch weit weg, ist klar, aber wäre den Anfängen. Sind zumindest Gedanken, die man bewegen kann. Andreas, während also hier in Deutschland gerade die ganz großen Entwicklungen sich ereignen, wie eben dieses besondere Verdienstkreuz, schon wieder vergessen, wie es heißt, an den amerikanischen Präsidenten, der eigentlich gar keiner mehr ist, zeichnet sich ja auf der anderen Seite der westlichen Welt auch Großes ab. Also nächste Woche geht's los. Vom 22. bis 24. Oktober findet in Kasan der BRICS-Gipfel statt. Und zwar in der erstmalig neuen Zusammensetzung. Das sind jetzt nicht nur noch 5 Länder, sondern es sind inzwischen 10 Länder, die zu BRICS gehören, also Mitgliedsländer. Und der außenpolitische Berater des Präsidenten der Russischen Föderation, der Mann heißt Juri Uschakow, der hat bei einer Pressekonferenz darüber gesprochen. Ist hier eine Meldung von der deutschen und russischen Botschaft, also russischen Botschaft in Deutschland, Entschuldigung. Und es sind jetzt 10 Länder. Welche sind denn das, die jetzt zu BRICS gehören? Naja, es sind einmal Brasilien, das ist Russland, das wissen wir ja, Indien, China, Südafrika. Dazu kommt jetzt noch Ägypten, übrigens auch ein sehr interessantes Land natürlich. Der Iran, ein rohstoffreiches Land par excellence, welches übrigens auch Verbindung mit Afghanistan hat und dort am Hindukusch beispielsweise sogar eine Transitlinie gab. Es gibt zum Beispiel eine Stadt in Afghanistan, ich habe den Namen jetzt vergessen, da spricht man sogar Farsi, also die Sprache, die man auch im Iran spricht. Also ein ganz wichtiges strategisches Land. Dazu die Vereinigten Arabischen Emirate. Das ist auch eine ganz große Dimension, die ja wirklich da anzugliedern sind. Saudi-Arabien und auch Äthiopien, eins der eher erfolgreichen Länder, auch aus Afrika.
Ja, und das ist natürlich eine Allianz, die der westlichen Allianz immer entschiedener entgegentritt. Das Motto dieses russischen Vorsitzes lautet Stärkung des Multilateralismus für eine gerechte globale Entwicklung und Sicherheit. Ist das eine Kampfansage? Die Kampfansage läuft ja schon seit langem und wir wissen natürlich auch, dass USA und deren anhängenden Staaten, die sogenannten G7, die ja ungefähr 10% der Menschheit auf der Erde vertreten. Nochmal, nur 10% sind die G7. Wenn man zu den G7 gehört, glaubt man, das wäre die gesamte Welt. Es sind nur 10%, 90% sind die anderen. So, und diese G7 geraten natürlich in Schwierigkeiten durch die BRICS. Und ich bin ziemlich sicher, dass USA in einer dramatischen Situation sich bewegt und von einer Krisensitzung in die andere taumelt, auch wenn es medial natürlich nicht auftritt. Wir stellen ja fest, dass im Westen fast überhaupt nicht darüber gesprochen wird, über die BRICS. Das ist so ein Randthema. In Wirklichkeit ist das das entscheidende Thema aus meiner Sicht. Und ich glaube, im Hintergrund werden noch gigantische Entwicklungen und Strategien aufgebaut, um BRICS zu verhindern. Und auf die Länder des Bündnisses, also der BRICS-Staaten, da entfallen mehr als 30% der Landmasse der Erde, der bisherigen BRICS also nur, das muss man mal sagen, 45% der Weltbevölkerung werden durch die bis jetzt da seiende BRICS-Konstellation vertreten. Und es sind ja noch ganz viele, die sich schon wieder angemeldet haben und wollen noch mit dazu. Das kann gar nicht so schnell abgearbeitet werden, wie die Beantragungen da laufen. Und mehr als 40% der gesamten Ölproduktion und etwa ein Viertel der weltweiten Warenexporte laufen auf der Ebene der heute bereits bestehenden BRICS-Staaten ab. Und bis 2028 wird das Bruttoinlandsprodukt der BRICS Mitgliedsländer 37% des globalen Bruttoinlandsprodukts in Kaufkraftparitäten ausmachen. Das ist auch ganz wichtig, denn wir haben hier ein Bruttoinlandsprodukt, das ist ja also quasi eine Bewertung, wie groß ist die Wirtschaft, eine Wirtschaftskraft. Da fallen sowohl rein Produktion, da fallen aber auch rein Konsum. Entwertung, wir müssen ja zwischen Konsum und Investitionen unterscheiden. Investitionen sind ja nachhaltig. Die Produktion, Mehrwertschaffung, die Fabrikenproduktion und so weiter, die stehen gleichwertig mit Spekulationen zum Beispiel an der Börse. Aber an der Börse wird einfach nur Geld aus Geld gemacht. Das ist also gar keine wirkliche Wirtschaft. Eigentlich müsste man aus meiner Sicht aus diesem Bruttoinlandsprodukt die reinen Geldorgien im Casino herausnehmen, damit man überhaupt erstmal einen Überblick hat, wie ist die Wirtschaft aufgebaut? Was dient den Menschen? Was schafft Mehrwert? Denn das ist ja letztendlich der Sinn der Wirtschaft. Sie soll Bedürfnisse von Menschen befriedigen. Ja, und wenn man sich dann anschaut, man kann ja auch die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit, die SOZ oder SCO, die kann man ja auch in die Richtung BRICS zuordnen. Die gehören im Prinzip zur selben Meinungsbildung dazu. Und wenn man sich da anschaut, wer gehört da alles zu? Das heißt, auch da gibt es natürlich Abstimmungen untereinander. Man ist sich weitgehend einig, also zumindest einiger als mit dem Westen. Dazu gehören die Volksrepublik China, Kasachstan, Kirgisistan, Russland, Tadschikistan, Usbekistan, Indien, Pakistan, Iran, Belarus. Dann gibt es Beobachterstatusstaaten wie die Mongolei und Afghanistan. Dann gibt es Dialogpartner. Dazu gehören Armenien, Aserbaidschan, Kambodscha, Nepal, Sri Lanka, Türkei, wieder Ägypten und Saudi-Arabien, Katar, Bahrain, Malediven, Myanmar, Vereinigte Arabische Emirate, Kuwait und so weiter, Andreas. Das heißt, wenn man die jetzt mehr oder weniger dazu rechnet, die afrikanischen Staaten sind noch gar nicht genannt, da ist schon einiges Potenzial. Ja, die SCO ist letztendlich die Koordinationsstruktur mit den neuralgischen Ländern, die für die Seidenstraße eine Rolle spielen. Das sind alles Länder, die unmittelbar mit der Seidenstraße in Kontakt sind oder eben halt gebraucht werden. Das heißt, wir haben hier auf der einen Seite die chinesisch motivierte Seidenstraße, die Belt and Road Initiative, und auf der anderen Seite haben wir eben halt jetzt die BRICS-Staaten, die vor allem mit dem Thema
einer neuen Geldordnung beschäftigt sind. Und da gibt es natürlich Überlappungen. Und wenn man das Ganze mal koordiniert und mal versucht, in der Komplexität zu begreifen, merkt man, dass eine gigantische Übermacht mittlerweile sich schon entwickelt hat, gegen die USA sich nur noch schwer verteidigen kann. Und aus diesem Grunde glaube ich auch, dass Donald Trump sagt, Make America Great Again. Das heißt, er will sich wieder konzentriert auf seine regionale Dimension USA, um die wieder im Prinzip intakt zu bekommen. Und das ist eigentlich der Beginn dieses Multilateralen oder des Multipolarismus, den wir dann haben. Ja, und diese 10 BRICS-Länder, die wir gerade genannt haben, das ist ja nicht alles. Du hast es ja gerade gesagt, da wollen viele noch dabei sein, da laufen die Anträge. Auf jeden Fall wurden zu diesem Gipfel, der nächste Woche beginnt, an 38 Länder Einladungen geschickt und über 32, die Meldung ist jetzt schon ein paar Tage alt hier, also wahrscheinlich haben fast alle davon zugesagt. Davon heißt es, aus der russischen Botschaft in Deutschland werden 24 auf höchstem Niveau vertreten sein und der Kreis der Teilnehmer kann noch erweitert werden. Also das heißt, mit anderen Worten, es scheinen die Staatsoberhäupter zu sein, die dorthin kommen. Ja. Das mit Sicherheit. Und das bedeutet, es sind dann tatsächlich die Staatsoberhäupter, während wir im Westen ja mittlerweile die Staatsoberhäupter als Bedienung sehen der eigentlichen Machtstrukturen, nämlich der Großkonzerne wie BlackRock, Vanguard und deren Hauptaktionäre, die wir haben. Das heißt, hier haben wir noch mehr Staat drin, das heißt also quasi die Vertretung des Volkes. Das ist mir natürlich jetzt nicht so naiv, dass man denkt, ich würde das so naiv alles glauben, aber dort haben wir noch mehr Volk drin, während wir im Westen eben halt mittlerweile nur noch die Konzerne drin haben. Und das ist ein Unterschied und eventuell auch eine Chance, dass sich dadurch wieder etwas entwickeln kann. Denn wenn wir keinen wirklich Unipolarismus mehr haben, USA und der Rest, sondern wir lauter kleine wieder nationalere Strukturen haben, dann geht das in Richtung einer Rückregionalisierung. Und da kennt man plötzlich wieder die Strukturen, man kennt die Systeme und kann dort wieder auch in seiner Freiheit aktiver für sich selbst werden. Also ein anderes Modell als jenes, das der Westen jetzt gerade erlebt. Andreas, die Themen, darüber würde ich noch ganz kurz mit dir sprechen, was die als Themen sich vorgenommen haben für diesen BRICS-Gipfel vom 22. bis 24. Oktober. Also man will besonderes Augenmerk legen auf die Intensivierung der Zusammenarbeit im Finanzbereich. Das Finanzministerium und die russische Zentralbank erörtern mit den Vereinigungspartnern das Projekt einer BRICS-Finanzplattform, einer speziellen Clearing-Infrastruktur und einer BRICS-Rückversicherungsgesellschaft. Ihre Einführung, heißt es hier, wird es ermöglichen, den Handel in nationalen Währungen auszuweiten und die Kosten im gegenseitigen Handel zu senken. Also was wir hier haben, ist letztendlich ein Ausschleichen. Das ist kein Kampf gegen den Dollar und wir schießen ihn jetzt platt, sondern man schleicht sich aus. Man zieht so langsam die Energie aus dem Dollarsystem raus und baut eine Alternative auf, die mit einem gewissen Automatismus immer größer wird. Kein Land wie der Welt, China, Indien oder sonst wie, könnte sich leisten, den Dollar jetzt zu verlieren, weil sie zu viele Dollarreserven haben. Damit würden sie ihr eigenes Vermögen in den Sand setzen und dann wäre auch BRICS wieder passé. Wir dürfen nicht vergessen, dass da auch gewisse Gefahren sind. Und aus diesem Grunde lassen sie es ausschleichen. Ich möchte mal USA bezeichnen wie einen großen Zirkus in der Mitte mit einer großen Stange, die das gesamte Zelt oben hält. Und jetzt wird so von den BRICS Staaten diese Stange aus der Mitte langsam herausgezogen, ganz langsam, und dann fällt das Ding ja nicht sofort zusammen, das Zelt, sondern da ist ja noch Luft drin, und dann fällt das Ding so pfluffig in sich zusammen, während man mit der Stange dann eben halt stiften geht. Und das ist dann die neue BRICS. Schönes Bild. Also insgesamt haben außer diesen 10 Mitgliedstaaten weitere 34 ihr Interesse an BRICS bekundet, entweder als Vollmitglied oder in einer anderen Form der Zusammenarbeit. Du lachst. Ja, 34, man sagt das mal so, das sind 15% aller Staaten der Welt. 15%, über 15%. Wir haben ungefähr 200 Staaten und 34 im Prinzip sagen jetzt, wir wollen jetzt noch zusätzlich rein in die BRICS. Man merkt, dass es sich hier wirklich um eine
große Dimension handelt. Und ich bin sicher, wie gesagt, dass in USA eine Krisensitzung nach der anderen läuft. Ja, aber Sleepy Joe ist derzeit in Berlin. Also der macht sich da schön. Gut, nun muss man natürlich wissen, dass im Rahmen des Finanzsystems der Präsident wohl am wenigsten dazu sagen und zu melden hat. Das ist ganz klar. Das machen ja die Mächtigen oberhalb der Politik. So, wir kommen zum nächsten Thema. Ich hatte gestern zufälligerweise wegen einer Recherche mir wieder mal die Webseite von Alice Schwarzer angeschaut. Emma, Alice Schwarzer, die Älteren unter uns sind vertraut mit diesem Namen. Und die Dame ist ja Cheffeministin von Deutschland lange gewesen, hat vielleicht auch aufgrund ihrer eigenen Biografie, mit der ich mich auch länger beschäftigt habe, versucht, die Frau aus der Familie herauszulösen, indem sie also die Kindererziehung beispielsweise als etwas Fantasieloses, Hedonistisches bezeichnet hat und aber die Erwerbstätigkeit, auch wenn du nur an der Kasse hockst, aber du hast Karriere gemacht. Und die ist jetzt total geschockt, weil sie hat ja nun versucht, auch im Schulterschluss mit Angela Merkel, die sie 16 Jahre lang als Kanzlerin und Freundin begleitet und beraten hat, diese Versuche, also diese Gesellschaft umzuformen, die sind ja ziemlich stark gewesen. Ich habe gestern mit einem Biografen gesprochen, einer Merkel-Biografie, die Kanzlerin, die aus der Kälte kam, so heißt die. Und da ich werde euch da ein bisschen mehr später darüber berichten. Und der hat das eigentlich ganz spannend dargestellt, dass Frau Merkel in einem Frauenclan, ja auch mit den größten Verlegerwitwen Deutschlands, immer zusammengehockt hat und Politik gemacht hat. Und ja, man hat natürlich die Gesellschaft umerzogen, aber es ist nicht so gelaufen, wie sich die Herrschaften das vorgestellt haben. Denn alleine schon, wenn wir uns betrachten, dass es junge Leute sind, die AfD wählen und dass es ein großer Teil ist. Und jetzt wird bestätigt, dass die also nicht nur die AfD wählen, ein großer Teil, sondern dass sie zum traditionellen Familienbild zurückkehren wollen. Denn das hat ergeben die neue Shell-Jugendstudie 2024. Und das ist eine Studie, die man durchaus ernst nehmen kann. Und Frau Schwarzer schlägt die Hände über dem Kopf zusammen und sagt, das gibt's doch nicht, das gibt es doch nicht. Also die Antworten in der Wichtigkeit lauten, wovor haben die jungen Menschen am meisten Angst, worüber machen sie sich am meisten Sorgen? Die erste Antwort, 81% haben Angst vor einem Krieg in Europa. Bei den jungen Frauen sind es sogar 88%. Also das ist erfolgreich geschafft worden. Die zweite Antwort, was macht an zweiter Stelle den Menschen am größten Sorgen? Und da schreibt Alice Schwarzer wörtlich, erschreckend traditionell sind die Ansichten zur sogenannten Vereinbarkeit von Beruf und Familie, also zur Berufstätigkeit von Frauen und Männern. Auf die Frage, wie viele Stunden würdest du am liebsten durchschnittlich pro Woche arbeiten, womit die entlohnte Berufsarbeit gemeint ist, nicht die gratis Familienarbeit, antworten 40% der jungen Männer, 40 Stunden, also Vollzeit, aber nur festhalten, 6% der jungen Frauen wollen Vollzeit berufstätig sein. Etwa 20 Stunden wöchentlich wollen 13% der Männer in den Beruf, aber 43% der Frauen. Und tja, Andreas, das heißt, die Tradwives, die traditionellen Hausfrauen, scheinen sich zurück zu besinnen, beziehungsweise junge Leute scheinen sich auf diesen Familienkern zurück zu besinnen. Ja, ich finde das ein unglaublich interessantes Phänomen. Und jetzt muss ich eigentlich da ein Thema mit reinbringen, was eigentlich mehr immer aus deiner Richtung kommt. Das ist nämlich die geistige Komponente aus den Gesetzen der Natur. Wir haben hier wieder, ich will mal sagen, ein Indiz dafür, dass es eben halt eine Reinkarnation gibt. Wir sind ja davon überzeugt, aber viele glauben das ja nicht. Wobei eigentlich das meiste dafür spricht, dass es das gibt. Auch wenn Menschen fragen, kannst du beweisen, dass man schon mal da war oder wiedergeboren wird? Die Frage ist falsch gestellt. Kannst du beweisen, dass du nicht wiedergeboren wirst? Das ist die eigentlich richtige Frage. Und ich glaube, wir haben zwar nur ein Leben,
aber wir haben ganz viele Erdengänge. Und mit dem irdischen Tod ist unser Leben noch längst nicht vorbei und wir kommen irgendwann in ein neues. Und oder kamen eben halt auch aus anderen Leben. Und da haben wir vielleicht 500 Inkarnationen erlebt und die haben unsere Seele geprägt. Und die Seele wandert wieder von einem Körper in den anderen. Die Erinnerungen auf der sachlichen Ebene, die bauen sich jedes Mal wieder neu auf. Aber die alten Erinnerungen aus der Empfindung heraus, die nimmt man aus seinen bisherigen Leben mit. Und wir sehen, dass man eben nicht in der Lage ist, wenn man, ich denke an Ceausescu in Rumänien, der versucht hat, im Prinzip die Kinder umzuzüchten gewissermaßen, sofort von der Mutter wegzunehmen nach der Geburt und sofort in eine Richtung bringen. Und das hat nicht funktioniert. Viele der Kinder sind gestorben, die meisten sogar. Es war eine ganz furchtbare Situation. Und wir haben hier etwas eine abgeschwächte Situation, wie wir sie kennen, in sozialistischen Systemen. Man versucht, die Menschen abzurichten. Das haben wir in der DDR gehabt, nicht ganz so stark, in der Sowjetunion, im Dritten Reich. Das sind ja alles die sozialistischen Systeme. Und wir haben momentan wieder eine Struktur dazu, die Menschen abzurichten. Aber die Seele erinnert sich und die rebelliert. Und das Gehwissen, also das Wissen über die Gesetze, klopft von innen an die Stirn an und sagt, halt, hier läuft was falsch. So kann ich das hier am besten erklären. Und natürlich ist diese Jugendschell-Studie 2024 auch wie ein Unwetter in das Bundesfamilienministerium hineingebrochen. Die Familienministerin, ich weiß gar nicht, warum das eine Familienministerin sein soll. Ich finde, sie hat so gar nichts von Familie. Von den Grünen, die Lisa Paus, die hat sich dazu gemeldet und findet es alarmierend, dass immer mehr Jugendliche wörtlich autokratisch-autoritären Positionen zustimmen würden. Und sie hat auch gleich Ideen, was sie dagegen tun will. Also sie hat schon einen Plan vorgestellt. Als Gegenmaßnahme will sie die politische Bildung stärken und sie betont, dass Demokratie nicht einfach gegeben sei, sondern von jeder Generation neu erlernt werden müsse. Und ja, die Junge Freiheit schreibt dazu, Paus Reaktion offenbart das hegemoniale Demokratieverständnis der politischen Linken, die absolute Deutungshoheit darüber, was in Deutschland gut, sprich links, und was böse, also rechts ist. Das ist eben das Gegenteil von Demokratie. Aber sie hat noch weitere Ideen, die Lisa Paus. Sie will die sogenannten Demokratieförderungsprogramme fördern. Und dazu gehören zum Beispiel Gedenkstättenfahrten. Grundsätzlich ist es ja zu begrüßen, ne, die Jugend über das dunkelste Kapitel deutscher Geschichte zu informieren und ein Bewusstsein dafür zu schaffen, sich für Menschenwürde und Freiheit einzusetzen, so formuliert es die Junge Freiheit. Aber Andreas, wie kann denn ein zusätzlicher KZ-Besuch eine adäquate Reaktion auf dieses Studienergebnis sein? Heißt das, dass Lisa Paus ein traditionelles Familienbild gleichsetzt mit dem dunkelsten Kapitel der Geschichte? Ja, und das ist die Absurdität an sich. Du hattest damals schon in deinem Buch, wo man dir das ins Gegenteil verkehrt hatte, genau das Gegenteil nämlich gesagt. Du hattest gesagt, dass ja gerade damals in der dunkelsten Geschichte im Dritten Reich die Familie zerstört wurde. Das war dein entscheidender Satz. Und das stimmte ja auch. Man hat Mutter und Kind getrennt. Die Kinder wurden bei den Pimpfen, dann bei der Hitlerjugend und so weiter entsprechend abgerichtet. Also ich habe zum Beispiel nachgewiesen, dass durch eine im Reichsfamilienministerium angesiedelte hochgradige Beamtin namens Johanna Harer neue Entwürfe für Familienpolitik veröffentlicht hatte, die bis in die heutige Zeit genutzt werden in unserer Gesellschaft. Also wenn jemand sagt, du kannst das Kind schreien lassen, das stärkt die Lungen, das ist ein echter Nazispruch, denn er stammt von dieser von Hitler beauftragten Frau Harer. Oder wenn man ein Kind auf den Arm nimmt, weil es schreit oder weil man es wiegen will, dann kamen solche merkwürdigen, gefährlichen Empfehlungen wie, man solle sich von dieser Affenliebe befreien. Auch das sind Begriffe, Affenliebe, das sind ganz gefährliche, dunkle
Begriffe, die ich damals auch in meinem Buch nachgewiesen und genannt habe. Also du hast vollkommen recht, ich habe genau das Gegenteil gesagt, nämlich es ist in diesem Part der Geschichte das passiert, leider, was im Moment in der bundesdeutschen Geschichte auch passiert. Trennung von Mutter und Kind. Ja, und was wir hier jetzt sehen, um das nochmal wieder zusammenzubekommen, wenn viele junge Frauen sich für weniger sogenannte kommerzielle Arbeit interessieren und sich vielleicht dadurch mehr für die Familienarbeit interessieren, die übrigens ein 24-7-Job ist, also rund um die Uhr, 7 Tage die Woche, und man kann sich keine Krankheit leisten und gar nichts, weil das Kind verlangt nach der Mutter. Und genau das ist der schwerste Job. Das sind ja keine Menschen, die nicht arbeiten wollen, sondern Menschen, die ihrer Bestimmung das tun wollen, wofür sie da sind, nämlich nachfolgende Generationen zu schaffen und auch auf den richtigen Weg zu bringen. Das ist der Punkt, der letztendlich hinsteht. Und diese Frau Familienabschaffungsministerin, sie verneint ja offenbar die Familie. Sie verneint sie. Mhm. Gleichzeitig verneint sie das Dritte Reich. Minus mal Minus ist Plus. Minus 5 mal Minus 5 ist Plus 25 als Ergebnis. Das ist nämlich das Entscheidende. Wir haben hier zwei Verneinungen. Die heutige Familie wird verneint, die damalige Familie wird verneint. Und Frau Paus heißt sie, Paul? Paus. Pausbacke. Ja, die, okay, ohne Backe. Also die Frau Paus, die geht jetzt quasi dorthin. Und hier kann man sagen, eine doppelte Verneinung ist eine unterstrichene Bejahung. Und hiermit haben wir die Situation, dass sie durch diese negative Multiplikation einen positiven Wert zu Ungunsten der Familie und zugunsten natürlich des Dritten Reiches macht, weil die auch zu Ungunsten der Familie agiert haben. Das ist das Entscheidende. Sie outet sich hiermit. Das ist schwer vielleicht zu verstehen, aber erst noch mal kurz zurückspulen. Wer Augen hat, der sehe, wer Ohren hat, der höre. Also man kann ja wirklich inzwischen durch die vielen Informationen hier in unseren Kanälen, bei den Kollegen, den freien Kollegen, 1 und 1 zusammenrechnen. Und damit sind wir beim nächsten Thema, nämlich in Amerika geht's los. Da gehen jetzt Sportlerinnen, also Top-Sportlerinnen, Olympiasportlerinnen und so weiter, auf die Barrikaden und rechnen mit den großen Sportbekleidungskonzernen wie Nike beispielsweise ab. Und zwar was das Thema Transfrauen angeht. Hier wird in einem Artikel, ich glaube, Reitschuster hat den veröffentlicht, Boris Reitschuster, und er nennt hier als Beispiel eine der Top-Talente im US-Sport, eine Schwimmerin namens Riley Gaines, und sie räumte Titel in Serie ab, bis sie es im Becken mit biologischen Männern zu tun bekam, und inzwischen hat Riley Gaines ihren Badeanzug aus eben diesem Grund an den Nagel gehängt, ihre Karriere aufgegeben und ist heute eines der Gesichter von XXXY Athletics, also XXXY, die Chromosomenfolge. Und diese Organisation hat sich der Rettung des Frauensports verschrieben. So weit geht das jetzt inzwischen schon. Wir haben ja was war das? EM? War das bei der EM? Nee, bei Olympia. Jetzt haben wir ja erlebt, wie im Boxring plötzlich ein Mann eine Frau niedergeknüppelt hat und gewonnen hat, die Goldmedaille dafür bekommen hat. Und hat sich allerdings dann beschwert darüber, dass der Rest der Welt sich gegen ihn gestellt hätte oder gegen sie. Also das Ziel, dass man aus dieser Graswurzelbewegung heraus biologische Männer, die sich als Frauen ausgeben, aus dem Frauensport verbannt und damit wieder für echte Chancengleichheit sorgt. Von den woken Verbänden und der Politik wird keine Hilfe zu erwarten sein, eher im Gegenteil. Dessen sind sich diese Frauen, die hier jetzt ganz entschlossen auftreten, auch bewusst. Und zu den wichtigsten und vor allem gewichtigsten Stimmen schreibt Reitschuster im US-Sport und darüber hinaus zählt der Sportartikel-Gigant Nike. Und dieser ist zuletzt aufgefallen damit, wie viele andere branchenübergreifende Weltmarktführer
vor allem eben durch diese Woken-Kampagnen, um damit zu den Guten zu gehören. Das Aufstehen für Frauenrechte dagegen stand bisher noch nicht auf der Agenda des Unternehmens. Ja, hier werden ja die Frauenrechte tatsächlich mit Füßen getreten, entstanden aus der Emanzipationsagenda. Das sind ja die entscheidenden Faktoren. Das heißt, das Fundament dieser völlig verwirrten Zeit der Abschaffung der Frau basiert auf die angeblichen Rechte der Frauen, nämlich die Gleichmachung der Frau mit den Männern. Nicht die Gleichstellung, die rechtliche, sondern die Gleichmachung. Und das ist absurd. Und jetzt haben wir die Situation, ja, dass Donald Trump zum Beispiel jetzt der erste weibliche Präsident sein könnte in den USA. Er braucht sich nur dazu erklären. Das sind ja letztendlich die Dinger. Er ist dann also auch woke. Das heißt, wir haben hier letztendlich lauter Waffen, mit denen man das System ganz einfach wie ein Kartenhaus zusammenfallen lassen kann. Ja, diese Frau im Kampfanzug, die Feministin, die Alice Schwarzer und Co. ja so gerne entworfen haben und die überall sich durchsetzt. Angela Merkel war ja immer das ganz große Beispiel. Das ist übergeschlagen, das ist alles über den Peak hinausgegangen und niemand hat Grenzen gesetzt. Selbst Alice Schwarzer hat sich ja über diese ganze Trans-Thematik beschwert und gesagt, naja, so war es jetzt auch nicht gemeint. Auf jeden Fall ist dieses Video von XXXY Athletics viral gegangen in den sozialen Netzwerken. Die treten also auf für eine klare Trennung zwischen Mann und Frau beim Sport. Heißt, Andreas, sie treten gegen die Gender-Ideologie auf. Das ist übrigens eins der Hauptprogramme auch von Alice Schwarzer gewesen. Und sagen, das muss getrennt werden. Ein Mann ist anders als eine Frau. Das ist ja absoluter Verstoß gegen Gender. Ja, aber letztendlich ist das natürlich völlig nachvollziehbar, weil ein Mann natürlich körperlich ganz anders aufgebaut ist. Wir sehen das an der Bundeswehr. Früher, da musste man, ich glaube, 50, wie nannte man das, Klimmzüge beispielsweise als Soldat in der Grundausbildung machen. Das hat man dann abgeschafft, weil Frauen eben halt keine 50 Klimmzüge im Normalfall hinbekommen. Einfach, weil sie körperlich ganz anders sind. Die Frau hat so wunderbare Eigenschaften, und die werden ja im Prinzip zerstört. Das ist ja ein Zerstörungsprozess der weiblichen Qualitäten. Wenn ich zum Beispiel ein Gurkenglas aufmachen möchte und es geht nicht auf, bin ich so froh, dass der biologische Mann anwesend ist. Genau. Und ich habe wirklich rote Finger, weil ich mache viele Gurkengläser auf. Aber das ist hier eben halt so. Aber nicht nur Gurkengläser, auch alle möglichen anderen Dinge. Und die eingelegten, eingekochten, eingegurkten, ich weiß es nicht, auch die Erdbeermarmelade übrigens, das waren so meine letzten Erfahrungen, wo ich die Pflaster an den Fingern hatte. Aber das ging eben halt so seinen Weg. Nein, aber das ist doch eben halt völlig normal. Und dass da Frauen sich dagegen wehren. Das wird aber als Diffamierung der Genderfrauen diskutiert und man kommt nicht auf die Idee, dass es auch eine Diffamierung der Frau insgesamt geben kann. Das heißt, es geht jetzt um eine Situation von 2% oder 1% oder weniger als 1% vielleicht sogar Frauen, die sich als Männer fühlen oder Männer, die sich als Frauen fühlen, gegenüber den anderen 99%, die damit ja insgesamt diffamiert werden. Und das ist ja eigentlich das Problem. Ja, ich möchte noch kurz berichten, wie die vorgehen, diese Frauen aus dem Frauensport, Top-Sportlerinnen, die natürlich eine Menge Gegenwind zu erwarten haben. Sie fordern Nike gemäß des Slogans zum Handeln auf, der da lautet, tu es einfach, just do it. Und es sind viele junge Athletinnen, die im Umfeld der jeweils von ihnen betriebenen Sportart in diesen Video zu sehen sind und dann sagen die Sätze zum Beispiel wie Hallo Nike, warum setzt ihr euch nicht für mich ein, also als Frau? Oder eine andere Aussage, warum behauptet ihr, Frauen und Mädchen zu unterstützen, aber wenn wir euch am meisten brauchen, schweigt ihr? Und die Gründerin von XXXY Athletics, die heißt Jennifer Say, sie ist auch Initiatorin dieser Kampagne, die erklärte ihre Motivation gegenüber dem US-Portal Outkick folgendermaßen. Sie sagt, immer mehr Männer steigen in den Frauensport ein, wodurch Mädchen und junge Frauen um Chancen, Sicherheit und Fair Play gebracht werden. Und keiner der Dachverbände oder großen Player im Sport steht für sie ein. Nike hätte die Möglichkeit, das Richtige zu tun, doch stattdessen stellen sie Wokeness
über die Frauen. Und sie sagt dann nochmal, ich fordere sie auf, das Richtige zu tun und für Athletinnen einzustehen, also für diejenigen, die sie vorgeben zu unterstützen. Wir würden uns freuen, wenn sie sich und die großen Player anschließen würden. Und bis dahin ermutigen wir die Leute, mit ihrem Geldbeutel abzustimmen. Das heißt, die Klamotten nicht mehr zu kaufen. Ich finde das interessant. Ich überlege gerade, wie ist eigentlich die Gegenströmung zu bewerten? Es gibt ja auch Frauen, die sich als Männer fühlen. Machen die eigentlich bei Männer-Olympiaden mit und prügeln sich? Das ist auch mal eine Frage. Wie viele Frauen beispielsweise, die sich als Mann erklärt haben, steigen eigentlich in den Boxring oder in einem Kampf oder sonst etwas, um sich dann mit der Männerwelt anzulegen? Darüber hört man interessanterweise gar nichts. Interessant. Das liegt natürlich ganz klar darin, dass die Frau in ihrer körperlichen Fähigkeit ganz klar anders ist als ein Mann. Und zwar körperlich schwächer. Das ist keine Diffamierung, sondern das ist einfach Biologie. Dafür sind die Frauen geistig höher. Auch das muss man ganz klar sagen, auch wenn viele Männer das jetzt nicht hören wollen. An bestimmten Stellen kann man das wirklich auch nachstudieren, warum das so ist. Und man kann auch froh darüber sein. Intuitiver beispielsweise auch. Aber auch ihr limbisches System im Gehirn, wie die Sprachzentralen und so weiter, zeigen da deutliche Überproportionen im Gegensatz zu den Männern aus. Also die können viel schneller, viel mehr, viel besser reden. Die können vor allem emotional viele Dinge besser zusammenknüpfen, weil sie das in dem Fall einer möglichen Mutterschaft natürlich auch in großer, verantwortungsvoller Weise tun müssen. Und so viel mehr. Darüber habe ich Bücher geschrieben. Ja, das ist wunderbar. Und ich habe auch mittlerweile so einen femininen Touch durch deine Situation. Ich kann auch schon relativ fehlerfrei formulieren. Natürlich nicht wie du. Und ab und zu lasse ich eben halt auch mal ein R weg. Das machst du absichtlich. Das sind deine kleinen Sollbruchstellen. Genau, nur um dich zu ärgern. Hey. So, ihr Lieben, ja, also wie gesagt, dieses Kampagnenvideo, das wurde bei TikTok bereits von der Werbung ausgeschlossen. Es hieß, es sei Hassrede. Unter anderem, weil Nike Frauenfeindlichkeit vorgeworfen wurde. Und ebenso bezeichnend ist, das Unternehmen wollte sich auf Outkick-Nachfrage bislang offenbar nicht zu dem Hilferuf der mutigen Sportlerinnen äußern. Übrigens ist das Ganze auch bis nach Deutschland schon rübergeschwappt. Und wer kann und will, der könnte sich an diesen Aktionen mit beteiligen. Und das ist sehr schön so für die normalen Bürger, die sich mit der politischen Lage nicht ständig beschäftigen. Hier wird dieser Begriff Hass und Hetze wieder genutzt. Das heißt, der verbraucht sich gerade, der nutzt sich gerade ab. Und das ist ganz wichtig, auch im Hinblick auf alternative Medien, die man wegbügeln will, indem man Hass und Hetze unterstellt unter diesen neuen beispielsweise Respect-Organisationen, wo dann irgendwelche extremistischen Organisationen entscheiden, was ist richtig und was ist falsch. Das wird interessanterweise hier auch zum Eigentor sich entwickeln, weil der Begriff Hass und Hetze ist genauso wie Verschwörungstheoretiker, genauso im Prinzip wie Nazi oder wie Schwurbler mittlerweile wirklich völlig verbraucht. Also ich muss ehrlich sagen, ich freue mich so sehr über das Ergebnis der Shell-Jugendstudie 2024, dass die jungen Menschen gerade in diesen unsicheren Zeiten family-mäßig wieder zusammenrücken wollen, ihre Kinder bekommen und großziehen wollen. Und jetzt bräuchte es nur noch einen Staat, der das auch unterstützt. Leider sind die gesetzgebenden Maßnahmen in den letzten 30 Jahren, auch darüber habe ich Bücher geschrieben, so furchtbar familienfeindlich verändert worden, dass natürlich ein Mann alleine, also der Familienvater sozusagen, wegen dieser vielen Abzüge und Benachteiligungen nicht allermeistens, außer er ist bei den ganz großen Verdienern, in der Lage sein kann, die Familie alleine zu ernähren. Ich stimme dir zu. Entschuldige, ich war gerade abgelenkt. Ich habe unseren Hund beobachtet. Der liegt nämlich gerade neben uns und die ist im Tiefschlaf und sie ist gerade gelaufen und zwar ganz schnell. Sie hat wohl in ihrem Traum gerade irgendein Eichhörnchen gejagt. Ich weiß nicht was. Deshalb habe ich das jetzt nicht nur so am Rande mitbekommen, aber du hast recht. Ach so, okay. Also das war's zu diesem Thema. Dann gehen wir ins nächste hinein. Und das ist ein ganz spannendes Kapitel, denn wir gehen jetzt noch ein bisschen in die deutsche Energiepolitik hinein, kommen auch gleich zu deinem Lieblingssuperminister Habeck. Also BP,
Der europäische Energiekonzern British Petroleum, der hat seine Pläne angekündigt zum Verkauf seines US-amerikanischen Onshore-Windkraftgeschäftes, Andreas. Der Konzern sagt, das Ziel sei, sich auf sein Kerngeschäft Öl und Gas zu konzentrieren und die Stimmung unter den Anlegern wieder zu verbessern. Das ist eigentlich spannend, weil erneuerbare Energien, das war ja das große Ziel, und die fossilen, die wurden natürlich dementsprechend auch abgewatscht. Aber wenn wir uns jetzt anschauen, Moment mal kurz, so, wenn wir uns jetzt anschauen, dass BP in den letzten Jahren ebenso wie auch die Konkurrenz Shell versucht hat, seine grünen Initiativen wieder zurückzufahren und letztes Jahr im Juni weitere Kürzungen der Ölproduktion abgelehnt hat, dann verstehen wir langsam. Denn jetzt will das Unternehmen sein rund 2 Milliarden Dollar teures Windportfolio in Amerika verkaufen, das aus Anteilen an 10 in Betrieb befindlichen Windparks besteht und eine Nettogesamtleistung von 1,3 Gigawatt hat. Das berichtet die Financial Times. Ja, es sind interessante Einleitungen einer neuen Zeit. Wenn die großen Player wie BP, Shell und so weiter, auch BlackRock, aus diesem Green Deal aussteigen, das finde ich schon hochspannend. Wir hatten gerade im letzten Podcast darüber gesprochen, oder vorletzten war es, glaube ich, über das Geoengineering und wie dort eben halt entsprechende Fachleute und Wissenschaftler festgestellt haben wollen, anhand eines Zeugnisses, eines Papiers, einer Studie, dass man vorhatte, mit dem Geoengineering die Polkappen abzuschmelzen, um an deren Rohstoffe heranzukommen. Und ich glaube, das wird der ganz große Bringer wieder sein, nämlich die nachhaltigen Rohstoffe, Öl, Gas, Kohle. Das sind nachhaltige Rohstoffe, die stellt uns die Natur zur Verfügung durch fossile Stoffe. Ich bitte jetzt von Mails abzusehen, die mir erklären, dass die nicht fossil sind. Also das bedeutet also, dass diese Rohstoffe aus fossilen Bereichen sich quasi selbst entwickelt haben, quasi zu Ölflächen, zu großen Ölbereichen. Dann wird das Zeug herausgepumpt. Es wird zum Beispiel verbrannt. Durch die Verbrennung entsteht CO2. CO2 ist das Lebenselixier für Flora und damit auch für Fauna, also für das natürliche Leben. Daraus entsteht wieder neue Biomasse. Diese Biomasse wird langsam wieder zu Öl und Gas. Das heißt, hier haben wir letztendlich eine echte regenerative Energie, die uns die Natur vorgibt. Und das ist keine Anleitung. Wir können alles verbrennen und alles ist wunderbar. Aber es ist wichtig, dass das auch nochmal erklärt wird an dieser Stelle. Und wenn die jetzt sich von dieser Windkraftgeschichte, das ist nämlich Sondermüll und völlig uneffizient, und das wird nur deshalb überhaupt rechenbar gemacht, weil man durch sozialistische Staatsmethoden hier Unterstützungen macht, die absurd sind, weil das Ding von alleine sich nicht rechnen würde. Genauso wie mit der Solarenergie. Das sind die Dinge, und wir können jetzt schon erkennen, wenn die Großen anfangen auszusteigen, dass wir kurz davor stehen, dass diese gesamte Klimageschichte als Irrtum erklärt wird, das glaube ich, und man dann wieder zu den alten Mechanismen zurückführt. Und diejenigen, die auf die neuen alternativen Energien wie Windkraft und Sonne gesetzt haben, die werden dann alle den Bach runtergehen, ungefähr so wie die, die irgendwann Energiesparlampen gebaut hatten, die es heute nicht mehr gibt, weil wir heute eben halt die LED-Lampen haben, und dann sind die raus. Und es wird enorm viel Geld damit umverteilt. Genauso wie die, die auf E-Autos gesetzt haben und ihre Verbrenner abgeschafft haben, weil aus Brüssel das befohlen wurde. Also es heißt hier in dieser Meldung, die stammt von Eike Klima, super Webseite übrigens. Ja. Der Schritt erfolgt, heißt es hier, während der Aktienkurs von BP nahe einem 2-Jahres-Tief liegt und das Unternehmen dabei ist, Kapital von Übergangsthemen zurück auf das Kerngeschäft zu verlagern. Und der Wandel erfolgt, während die US-amerikanische Onshore-Windindustrie allgemein in Schwierigkeiten steckt, hatten wir auch schon oft darüber berichtet, auch in Großbritannien, da die Installationen aufgrund erhöhter Zinsen und Genehmigungsschwierigkeiten zurückgegangen sind. Und Bloomberg Neff,
seine Prognosen für neue Onshore-Windkraft bis 2030 um 22% gesenkt hat. Ja, und das sehen wir hier bei Eike. Ich möchte noch mal an der Stelle sagen, geht einfach auf die Seite rauf. Ich habe das hier gerade gesehen. Das heißt Eike, E-I-K-E, Eike-Klima-Energie.eu. Und dort findet ihr hochinteressante Themen, also hochinteressante Themen und Dokumentation zu dem Thema des sogenannten oder angeblichen menschengemachten Klimawandels und deren Auswirkungen. Ja, die haben wirklich spannende Artikel. Kann man auch abonnieren, glaube ich, oder sich ein Newsletter schicken lassen. Übrigens heißt es hier noch weiter, das finde ich ganz interessant, die Bemühungen von BP im Bereich der Offshore-Windenergie sind eben auf Schwierigkeiten gestoßen. Das Unternehmen hat den Wert seines OSW-Portfolios im vergangenen Jahr um 1,1 Milliarden Dollar abgeschrieben. Und die frühere Chefin des Konzerns für erneuerbare Energien, Anja Isabel Dotzenrath, sagte gegenüber der Financial Times wörtlich, die Offshore-Windenergie in den USA ist grundsätzlich kaputt. Das sind genau die Dinge, die jetzt hochkommen werden. Und wenn wir dann in Zukunft auch hören werden, denkt an meine Worte, das wird kommen, dass alleine das Meer verseucht wird durch die Windkraftanlagen, weil alleine dort der Abrieb durch die Flügel eine hohe giftige Substanz herunterrieseln lässt auf das Wasser, so wie wir es auf dem Land schon messen können. Es ist ja nicht allein BP, da gibt es ja auch noch Nachrichten von Shell, ne? Naja, klar, auch Shell hat sich in den vergangenen Jahren ja von der Energiewende abgewandt und sein Vorstandsvorsitzender Wael Sawan, heißt er, glaube ich, der bezeichnete die Kürzung der Ölproduktion als gefährlich und unverantwortlich. Und damit hat er recht. Ich habe hier gerade mal seine Aussage hier im Wortlaut. Er sagte, Zitat, ich bin mit ihm nicht einer Meinung, bei allem Respekt, er hatte angesprochen auf den Generalsekretär Antonius Guterres und das sagte dann eben halt dieser BP-Chef Sawan. Shell Sawan. Und er sagte, ich bin nicht der Meinung, dass neue Öl- und Gasinvestitionen wirtschaftlicher und moralischer Wahnsinn seien. So wird es nämlich dargestellt in der Ideologie. Und Ideologie und Idiotie liegen ja nah beieinander. Weiter, gefährlich und unverantwortlich wäre es, die Öl- und Gasproduktion tatsächlich einzustellen, sodass die Lebenshaltungskosten, wie wir es im letzten Jahr gesehen haben, wieder in die Höhe schießen. Also jetzt kommt langsam die Vernunft durch, aber sie kommt natürlich nur deshalb durch, weil sie auch durchkommen soll. Der Umverteilungsprozess des Geldes mit diesem ganzen Irrsinn der angeblichen Klimaerwärmung, der neigt sich jetzt dem Ende. Die Gelder sind neu verteilt, eine neue Armut ist entstanden, viele Menschen sind gestorben in den Kriegen, das heißt, die Bevölkerung hat sich noch reduziert. Mission completed. Ja, das ist natürlich zynisch und böse, wie du das hier formulierst. Und das ist überspitzt gemeint. Das möchte ich hier an dieser Stelle klarziehen. Und die nächste Meldung, die kommt von News, die schlägt in dieselbe Kerbe. Die Überschrift lautet, Studie zerstört Öko-Hoffnung der Ampel. LNG, also das Flüssiggas, ist noch umweltschädlicher als Kohle. Und dieses LNG sollte ja gleich drei Fliegen mit einer Klappe schlagen, nämlich Deutschland von den Gasimporten aus Russland unabhängig machen, dann die Handlungsfähigkeit der Ampel durch den schnellen Bau von LNG-Terminals zur Schau stellen und im Vergleich zu Kohle auch noch CO2 zu sparen. Und diese Rechnung geht nicht auf. Hier heißt es, LNG ist ein echter Klimakiller. Bis zu 33% mehr Treibhausgase als bei der Verbrennung und Verstromung von Kohle entstehen durch Flüssiggas aus den USA. Und das ist das Ergebnis einer aktualisierten Studie von Robert Howard von der Cornell University. Und entscheidend dabei ist, das wird hier hervorgerufen, dass nicht allein die Verbrennung des Gases, sondern auch die Gewinnung und der Transport nach Europa in die Klimabilanz mit einberechnet werden muss. Ja, das ist ja ungefähr genau diese Argumentation, die wir immer schon auch hier dargestellt haben und auch immer wieder von Experten eingefordert wurde. Ähnlich wie
dass man die Schadstoffemissionen eines Autos nicht am Auspuff misst, weil ein Elektroauto hat natürlich keinen Auspuff. Aus diesem Grunde ist der schadstoffärmer. Man muss die gesamte Schöpfungskette natürlich sehen. Und wobei man hier auch ganz klar dazu sagen muss, das stimmt, man schlägt sie hier mit den eigenen Argumenten, diese Klimaideologen. Aber es wird hier trotzdem noch das Thema des Treibhausgases gemacht. Was noch viel schlimmer ist bei der Geschichte ist, ich kenne mich ein bisschen aus, gerade was Ölforderung anbelangt in Schiefergestein. Das wird nämlich herausgeholt. Ich denke an die Barnett Shale Region in Dallas in Texas. Ich bin da gewesen, habe mir das angesehen, was da alleine für giftige Chemikalien in den Boden reingepumpt werden. Das heißt, der Boden dramatisch vergiftet wird. Dieser Bohrschlamm, der nach oben gespült wird, entsorgt wird, indem er quasi in große Folien einfach wie eine Art Teich gehalten wird, der da irgendwo vor sich hin sieht. Hochgradiges Gift, das ist einfach so. Darüber redet man hier an der Stelle überhaupt nicht. Alles Dinge, die wir, glaube ich, schon vor 3 oder 4 Jahren auch schon bereits in unseren Podcast detailliert durchgenommen haben. Und das ist auch kein hoch angewandtes Raketenwissen, sondern das ist schlicht und ergreifend gesunder Menschenverstand. Und jetzt wundert man sich ganz groß in der grünen Politik. Und das spricht eben halt auch dafür, mit wem wir es da zu tun haben, wer da die Seiten dreht und da die Hebel in der Hand hat in Berlin. Ja, es ist nicht nur alleine gesunder Menschenverstand. Es sind kritische Wissenschaftler, die natürlich in Regierungsbänken nicht mal ignoriert werden, wie man immer so schön sagt. Es heißt hier noch in diesem Artikel, die Förderung von Schiefergas sowie die Verflüssigung zu LNG und der Transport von LNG per Tanker sind energieintensiv, was erheblich zum LNG-Treibhausgas-Fußabdruck beiträgt. So lautet die simple wie logische Erklärung der schlechten CO2-Bilanz. Und hinzu komme, dass bei der Förderung und Umwandlung des Gases viel Methan frei würde, hast du auch immer wieder gesagt, was einen bis zu 80-fachen Treibhauseffekt von CO2 habe. Und hinzu käme dann noch der Transport über den Atlantischen Ozean, der mit großen schwerölbetriebenen Tankschiffen ebenfalls für Emissionen sorgt. Das könnte ein transkribierter Text sein aus einem Podcast von vor ein paar Jahren, den wir mal gebracht haben, weil es ist alles so absolut logisch. Und wir kommen einfach hin hier zum Fazit. Und da kann man eines sagen von diesem LNG-Experten Robert. Insgesamt ist also der Treibhausgas-Fußabdruck von LNG als Kraftstoff um 33% größer als der von Kohle. Kohle, das sind diese schwarzen Dinger, die man aus der Erde holt und die man verbrennen kann. Und der LNG-Kraftstoff ist also wesentlich schlimmer, was den Treibhausfußabdruck anbelangt. Das müsste man eigentlich den Herrn Minister für Wirtschaft und für Umwelt und für Klima um die Ohren hauen, dieses Dokument. Das ist einfach unfassbar. Keine Gewaltaufrufe. Ich nehme das gleich wieder zurück. Und die Hoffnung der Bundesregierung, mit klimafreundlichem LNG-Gas den CO2-Abdruck Deutschland zu verringern, der ist damit zerstört. Ja, das ist hier der Kommentar. Und vielleicht noch eine Zusatzinfo, die es auch in sich hat, dass nämlich die von der Bundesregierung in Windeseile genehmigten und mit Milliarden Euro Steuergeld gebauten Terminals, LNG-Terminals, die sind vollkommen überdimensioniert, die sind viel zu groß und schon die bestehenden Terminals sind im laufenden Jahr nicht einmal zur Hälfte ausgelastet, meldet News. Dennoch befindet sich in Stade und Wilhelmshaven befinden sich weitere schwimmende LNG-Terminals im Bau. Also blinder Aktionismus. Und das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, das hatte bereits Anfang des Jahres den weiteren Ausbau der LNG-Infrastruktur bemängelt. Ja, man müsste sich mal vorstellen, mit wie viele Brücken man damit in Deutschland wieder reparieren könnte, dass man keine Angst mehr haben muss, wenn man darüber fährt, dass man da mit dem Auto irgendwann abstürzt. Also das ist eine solche unfassbare Dimension, eine solche historische Verfehlung von gnadenloser Dummheit der Regierung der Bundesrepublik Deutschland 2024, die für wen auch immer ausführen und entscheiden mögen, das mag ja alles sein, dass sie ihre eigenen Leute haben, die sie letztendlich steuern und nur als Marionetten fungieren. Aber allein die Tatsache, dass sie dabei sind und es mitmachen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie wirklich so unterqualifiziert sind
und so wenig Abstraktionsvermögen haben, sich das überhaupt vorstellen zu können. Das glaube ich einfach nicht. Das Abstraktionsvermögen hat Robert Habeck bei seinem Amtsantritt vor knapp 3 Jahren formuliert. Das Antlitz des Landes wird sich verändern. Lasst uns nie diesen Spruch vergessen. Und das Land ist verändert. Nämlich, lasst uns das Land verändern, das hat Frau Baerbock gesagt, aber Herr Habeck hat von dem Antlitz gesprochen, das sich tatsächlich verändert hat, indem das Land am Verenden ist, nämlich deindustrialisiert. Und trotzdem kriegt Robert Habeck, der Superminister, der Vizekanzler Deutschlands, kriegt das hin, der auch Kanzlerkandidat der Grünen ist, der kriegt das wirklich hin, dass er die Wirtschaftskrise für überwunden erklärt. Das ist hier eine Meldung von Apollo News. Du kicherst so in dich rein, Andreas. Also Habeck hat gestern bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik darüber gesprochen, dass die Wirtschaftskrise überwunden sei, denn diese Wirtschaftskrise habe im Kern daran gelegen, jetzt hört gut zu, damit ihr das dann auch am Stammtisch weitergeben könnt, hat also daran gelegen, dass die Hälfte der in Deutschland benötigten Energie in kurzer Zeit auf den Weltmärkten ersetzt werden musste. Durch LNG zum Beispiel, wie wir gerade gesprochen haben. Ne? Genau. Also, die hohen Preise der eingekauften Energie führten zu hohen Energiekosten, hohen Produktionskosten und hohen Lebensmittelkosten in Deutschland. Die Inflation wurde, wie Habeck sagt, mit hohen Zinsen durch die Europäische Zentralbank bekämpft. Und dann stellt er wörtlich fest, jetzt sind wir quasi durch. Die Zinsen sinken, die Inflation geht unter 2%, die Energiepreise gehen ebenfalls runter, die Probleme seien noch nicht abgearbeitet, aber man habe sie wörtlich in den Griff bekommen durch eine enorme Kraftanstrengung und mit viel Druck in den Unternehmen. Ja. Also nach der Logik ist es so, nach dem Motto, wir haben unsere CO2-Emissionen um 10% gesenkt, aber die Wirtschaftsaktivitäten um 50% gesenkt. Und jetzt spricht er davon, dass wir weniger CO2-Ausstoß haben, allerdings nicht im Verhältnis zur eigentlichen Produktion, die stattfindet. Das heißt, die CO2-Bilanz hat sich dramatisch verschlechtert, wenn man daran glaubt, dass das wichtig ist überhaupt. Also wir haben hier wirklich mit einer intellektuellen Problematik zu tun, die ich nicht beschreiben will, sonst musst du mich gleich wieder korrigieren. Also, wir wissen, glaube ich, alle, was du meinst. Was will man da noch anderes sagen? Übrigens hat Herr Habeck in dieser Rede auch den Klimaschutz angesprochen, hat jetzt nicht darüber gesprochen, dass LNG 33% umweltschädlicher ist als die Kohle, sondern er hat gesagt, dass Klimaschutz ein Wettbewerbsvorteil sei. Genau, das sagen auch alle Unternehmen, alle großen Standorte, die sich gerade auflösen. Und beim Klimaschutz gehe es nicht nur darum, das Klima zu schützen, sondern ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen. Das geht ja auch am einfachsten, wenn man den Leuten einfach das Geld aus der Tasche zieht. Ja, natürlich. Und wenn sie frieren und nichts mehr zu essen haben, dann haben sie endlich ein menschenwürdiges Leben. Es ist so unfassbar. Ich kann nichts mehr dazu sagen. Ich bin da am Ende. Und wir haben noch eine ganz klitzekleine Meldung zum Schluss. Ich sehe schon, du bist schon wieder am Packen hier und willst weg. Aber wir sind noch nicht ganz durch. Eins vielleicht noch. Wenn man jetzt sagt beispielsweise, wie können wir das Problem lösen? Dass hier nicht das Ende hier diskutiert wird und sie sagen, es geht jetzt unter. Die Probleme sind wieder lösbar. Egal wie kaputt es gemacht wird, der Geist von Menschen, die wieder aufbauen wollen, ist groß genug. Ich bin davon überzeugt. Und wenn dann der Punkt kommt, Deutschland raus aus der EU, endlich wieder in eine Diskussion mit dem Nachbarn Russland. Man muss in die Diskussion, man muss mit ihm Freundschaft pflegen, ob man will oder nicht, weil er der Nachbar ist. Und wenn dann wieder eine B2B-Geschichte entsteht. Die einen liefern Gas und die anderen liefern Geld, dann kann sich eine wunderbare neue Wiederaufbausituation ganz schnell entfalten. Auch um das nochmal ganz klar zu sagen. Ja, ist auch schön, dass du zum Wochenende, so kurz vor Ende, während du schon deine Aktentasche in der Hand hast, nochmal Hoffnung spendest. Vielleicht möchte ja auch einer noch mitwirken an diesem Aufbauplan von morgen. Das ist der frühere Gesundheitsminister Jens Spahn. Der hat nämlich gesagt, er will wieder Minister werden, würde gern mitmachen, sagt er.
möchte ein Ministeramt übernehmen und er sagt, falls die CDU in die Regierungsverantwortung kommt, würde ich gern mitmachen in dem Team, das da regieren könnte. Und sagt, Bundesminister zu sein, ist eine der größten Ehren, die es gibt. Man könne als Minister einen sehr großen Unterschied machen in dem Politikfeld. Ja, Herr Spahn, das haben wir während der Impfarien, während der Maskenaffären und während der Testzentrenaffären alles erlebt, da haben Sie einen sehr großen Unterschied gemacht in dem Politikfeld. Und er sagt, ja, fürs Gesundheitsministerium, da wäre er jetzt auch nicht interessiert, das kennt er ja schon. Ich fände auch eine andere Aufgabe spannend. Ja, ich finde das wirklich ganz toll, wenn man so das Gefühl hat, man hat so mit einer kriminellen Bande zu tun und die wollen jetzt eine neue Justiz aufbauen, dass jetzt endlich alles wieder in Ordnung wird. Ja, daran erkennt man einfach, wie abgehoben diese Menschen sind. Und ich weiß manchmal gar nicht, ob die nachts schlafen können, weil sie nicht doch Angst haben, dass irgendwann die berühmten Handschellen klicken und zwar mit den Händen nach hinten und dann macht es klack, klack, so wie das Peter Hane auch schon gefordert hat, in der ganz klaren Form. Und ich glaube, davon sind wir immer näher dran. Da sind wir immer näher dran. Das glaube ich wirklich, weil diese Untergangsvision des Systems ist eigentlich die gute Nachricht für unser aller Zukunft. Absolut, weil es kommt Licht in die ganze Causa Erde und das Licht wird immer stärker und es wird sich durchsetzen. Am Ende wird alles gut und wenn noch nicht alles gut ist, dann war es noch nicht das Ende. Genau, wir arbeiten dran. Ihr Lieben, zum Abendgebet würde ich euch gerne wieder einladen. Danke, Andreas. Danke dir. Alles Liebe. Ciao, ciao.